So, heute geht's nochmal weiter mit den Racer natürlich, sorry. Wir fahren ein Rennen. Also Stefan, den Porsche jetzt leider nur fahren. Das Turbo S-Cabrio. Fahren wir. Machen wir, müssen wir. So, heute die ersten drei sollen wir kommen. Das ist das Ziel. Wir tun unser Bestes. So, mal gucken, wie weit wir heute hinkriegen. Auf jeden Fall sind es ein bisschen mehr als vier Autos dabei. Nämlich sieben. Also, drei Wege hat er mal. Drei Fahrzeuge, wenn man es. Zweite von Volkswagen. So, dritter müssen wir werden. Weißt du, wenn du dann noch mal überholt werden musst. Keine Verfolgungstechnologie, gar nichts. Da ist einer abgeflogen. Ne, ist nicht abgebogen. Scheiße. Sechser sind wir momentan. Fünfter jetzt. Vierter. Kommen wir auch nicht wirklich jetzt gerade vorbei. Fünf, sechs. Du darfst nicht einen Fehler machen. Das fällt wieder da hinten irgendwo. Ja, also das ist dem Spiel gerade ziemlich egal, weil es will mir momentan Schaden zufügen und das nervt mich gerade so ein bisschen. Also das heißt, wir müssen zumindest ein bisschen verarschen. Okay, das war jetzt ich. Erster, wenn man wahrscheinlich. Na, das ist doch fahr, klar. Wäre die Karre da jetzt nicht rübergegangen, dann hätten wir es da sogar auf zwei noch geschafft. Dann hätten wir das Ding sogar noch auf zwei hingekriegt, weil. Aber dadurch, dass der noch in das Auto rein ist und der mir noch vor die Karre geflutscht ist. Aber wir haben weitere Stufe 7 mittlerweile bei den. Ja, genau. Neue Fahrstufe. Stufe 7 bei den Racern, ja.
Naja. Nochmal ein neues Auto, neuen Elva GT3 RS. Und es fehlt noch ein Rennen und dann sind wir auch durch für heute. Gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Auto. Ich weiß, dass wir da noch eine Hetzjagd hatten. Ja, komm, dann machen wir die Hetzjagd noch. Dann fahren wir das Rennen spät, fahren wir ein Rennen andermal. Kanonenkugel heißt das Ding. Kuhntasch ist ein Ausruf der Bewunderung, der einem Mann aus dem Norditalien. Gut, das haben wir ja schon mal gehört. Ja, komm mal. Jetzt haben sie 17 Kilometer, damit das Ding auf Gold fahren. Und dann heißt Mustang, den gehst du erstmal baden, mein Freund. Okay, das war ein bisschen früh. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht reingekommen. So, nochmal Nagelbandtreffer. Und den haben wir zerstört, den Jungen. Wäre doch noch ruhig, dass seine eigene Straße wäre fahren. Guck mal, mein Freund, aber den hast du da selber gar nicht gut gefahren. Mein Wagen ist defekt. Kann sich jemand den Typen vorknüpfen? Schicke einen Abschleppwagen. Ist in etwa 15 Minuten da. Ja, die Lücke konnte ich nicht mehr kriegen. Ich hab sie gesehen. Die war zwischen dem ersten und dem zweiten Auto, aber... Verdächtige auf die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorgerufen. Er würde klar machen zur Festnahme.
Mein Gold wird wahrscheinlich nicht mehr machbar sein. Nee, nee. Glück gehabt, weil ich in dem Moment, wo ich den Turbo gezündet habe, hat er mir noch einen mitgegeben am Arsch. Aber zumindest haben wir die Aufgabe geschafft. Das ist ja immer das Allerwichtigste. Neues Auto. Lamborghini Cottage. Okay, den haben wir ja schon mal. Haben wir ja schon das Auto. So, dann haben wir das Ding durch. Gut, Feierabend, würde ich sagen. Wir machen jetzt Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Cops.